Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute mal wieder im Motorsportbereich unterwegs. Team Selinger Racing. Hi Philipp. Hallo. Ihr fahrt Rallycross, habe ich gehört. Ja, ist richtig. Genau, in der deutschen Meisterschaft sind wir unterwegs. Wir wollen euch heute gerne mal ein bisschen die Werkstatt zeigen und die Autos. Das ist jetzt noch ganz tief gestapelt, weil eigentlich haben wir hier einen deutschen Meister. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Oder aber wir gehen erstmal reingucken, ist das an hier. Jo. Erklärt mal als allererstes kurz Rallycross. Ja, kurz und knapp gesagt, es ist eigentlich ein Sprintrennen. Besteht so ein Renntag über 4 Heats. Das heißt, wir fahren 4x4 Runden, müssen Zeiten jagen und dementsprechend nach Zeitenjagd geht es dann ins K.O.-Finale. Das heißt, einmal ein Semi und danach muss man sich qualifizieren fürs Finale. Und dort fahren wir dann mit bis zu 8 Autos, 6 Runden. Knappe Sprintrennen, auch Schotter und Asphalt. Sprintrennen heißt kurze Distanz? Genau, eine Runde 1 Kilometer ungefähr, das heißt ein Lauf sind rund 4 Kilometer und im Finale rund 6 Kilometer. Ach krass, vor allem, dann ist ja eine Rundenzeit also für diesen Kilometer, keine Ahnung, eine halbe Minute oder was? Ja, um die 40 Sekunden, je nach Schnellstrecken. Das ist ja wirklich, also da ist ja Sprintrennen dann wirklich mal ein Sprintrennen. Ne? Ja. Aber halt nicht wie in einer Rallye-Meisterschaft, dass man halt auf Zeit fährt, sondern halt wirklich Rundkurs. Runde, genau. Runde, Runde. Genau, wir fahren auf Rundkurs, fahren nicht durch die Wälder, sondern abgesteckten Parcours, wo du links und rechts für die Leitplanke hast, eine Auslaufzone. Man sagt so 60% Asphalt und 40% Schotteranteil bei uns. Okay, genau. Aber wie ich sehe, nicht mit einem Auto, sondern Doppelthelpesser. Doppelthelpesser, genau. Ich war eigentlich Mechaniker bis vor 2 Jahren bei Sven und habe ihn 8 Jahre begleitet. Haben immer gekämpft, endlich einen deutschen Titel zu holen. Haben wir es so nicht hingekriegt. Jetzt muss ich selber fahren und Schützenhilfe leisten, dass es geklappt hat quasi. Achso, ist auch das erste Mal quasi gewesen jetzt? Deutscher Meister? Oder das zweite Mal jetzt in Folge? Nee, das erste Mal, aber das letzte Mal war bei Sven nämlich 98. 98. Ja, genau. So lange machst du schon? Ja, 1993 bin ich damit angefangen und... Das sind 30 Jahre, ne? Ja. Dieses Jahr geworden. Krass. Mhm. Auf was für ein Auto damals? Citroën AX. Mhm. Gleiche Klasse oder dann schon anders? Ah, das war eine seriennahe Klasse, 1400 Kubik und Differenziale und so weiter durfte man eine Sperre fahren und eine andere Übersetzung, aber der Motor war eigentlich sehr seriennah. Ja. Und was hieran ist jetzt noch seriennah? Gar nichts. Also im Grunde von der Antriebstechnik her und sowas ist nichts mehr groß Serie. Oder was muss seriennah sein, um so vielleicht einfacher, was muss in der Klasse serienmäßig bleiben bei so einem Auto? Die Fahrt. Die muss aus Blech sein, die darf nicht aus Leichtbau sein. Dass man halt keinen Durchstich hat oder sowas, weil in dem Sport ist es schon mal so, man sieht es auch, es gibt schon mal Kontakt und da ist es so, aus Sicherheitsgründen muss die Fahrertür Blech sein und sonst ist wirklich fast alles freigestellt, vom Getriebe, Motor. Das heißt, wir reden schon von so mit der höchsten Klasse im Rallycross oder gibt es noch was drüber? Es gibt in der deutschen Meisterschaft noch die Königsklasse, das sind die sogenannten Supercars, aber die dürfen 2 Liter Turboaufladung und Allrad haben. Mhm. Und wir sind in der Klasse, da ist es so begrenzt, dass wir einen Zweiradantrieb haben dürfen und bis 2 Liter Hubraum. Es gibt dennoch eine Klasse, die bei uns eingegliedert ist, die dürfen mehr als 2 Liter haben, aber da ändert sich so ein bisschen die Waage zwischen Performance und Geschwindigkeit. Das heißt, eigentlich ist so ein Auto mit 2 Liter Hubraum im Leistungsgewicht eigentlich das Flotteste. Also die Rundenzeiten sprechen für sich. Wir haben dieses Jahr auf 3 oder 4 Strecken tatsächlich auch die schnellsten Rundenzeiten gefahren. Außer die Supercars. Die fahren die gleiche Strecke auch oder die fahren eine andere Strecke? Die fahren auch die Strecke. In Deutschland ist es so, dass die Autos keine 600 PS haben wie in einer EM oder WM, weil so ein Auto einfach enorm teuer ist. Ja. Und die haben um die 300 PS, 350 PS. Und da sind wir teilweise auch schneller als die so gefahren, ja. Fahren die am gleichen Wochenende? Ja. Ist schon ein gleicher Rahmenprogramm? Genau. Wir fahren die 4 Heats und die fahren ihre 4 Heats. Also das ist dann quasi beim Rallycross ist es echt ganz cool, dass du den ganzen Tag Rennsport hast. Das heißt, du wartest nicht irgendwie auf die nächste Gruppe oder so, sondern wenn du als Zuschauer hinkommst, setzt du dich morgens um 8 hin und bis 17 Uhr hast du permanent Rennen. Wie viele Veranstaltungen sind das pro Jahr? Wenn man jetzt hier so Deutscher Meister werden will, muss man logischerweise an allen teilnehmen. Es gibt kein Streichresultat. 8 Veranstaltungen haben wir. Aus Corona-Zeit haben wir halt auch ein paar Doppelveranstaltungen. Das heißt, am Samstag ist eine Veranstaltung und am Sonntag ist die zweite Veranstaltung. Auf dem gleichen Gelände oder anders? Auf dem gleichen Gelände. Ja, die Fahrtwege fallen natürlich weg, aber ja, ja. Man muss halt auch immer ein bisschen aufpassen, dass man Samstag
nahezu alles heile lässt, dass man Sonntag auch noch weiterfahren kann. Naja, da haben manches Wochenende die Mechaniker schon wirklich viel zu tun, bis nachts das Auto wieder heile zu bekommen. Aber das ist in Summe schon der, ich sag jetzt mal vorsichtig, schon irgendwo eigentlich ein professioneller Motorsport in dem Fall. Also so wie wir es aufziehen und treiben, würde ich sagen schon. Man investiert wirklich viel und die meiste Zeit auch. Es ist im Grunde semi-professionell, kann man sagen. Es gibt auch natürlich noch in der Europameisterschaft, wo es auch Fahrer gibt, die das hauptberuflich machen. Wir gehen normal arbeiten und das ist eigentlich unser Hobby. Betreiben es aber schon semi-professionell, muss man sagen. Das heißt, wir stecken da schon viel Zeit und Arbeit rein. Und kann man grob sagen, was so eine Saison kostet? Für jeden, der jetzt Bock auf Rallycross hat in dieser Klasse? Kann man wahrscheinlich gar nicht sagen, weil ihr ja wahrscheinlich, wie ich das hier sehe, 90% der Sachen selber macht, so, ne, mit viel Fleiß und Ehrgeiz. Aber wenn du irgendwo ein Auto hinstellen würdest und würdest sagen, mach mal und du kommst nur zum Fahren, wird schon teuer, oder? Ja, also ich denke, wenn man das ohne Riesenschäden über die Bühne bringt, die Saison, muss man, glaube ich, schon mit 25.000 Euro rechnen, bei uns in der Klasse einzusteigen. Es gibt aber noch zwei weitere Klassen, die unter uns einsortiert sind. Einmal auch mit 2 Liter Motoren und seriennahen Fahrwerken und Motoren. Und dann noch eine ganz kleine Klasse bis 16er Kubik. Mhm. Das heißt, da gibt es eigentlich eine richtig coole Möglichkeit, für kleines Geld in den Sport einzusteigen. Mhm. Und so ein Auto, bis das hier so steht, schon auch so 50, 60, 80.000 Euro bestimmt, oder? Also ich habe es ja frisch gebaut und natürlich auch viel schon mit Sponsoren und sowas hinbekommen, aber wenn man es überschlagen würde, ich denke so 85.000 Euro für das Auto ungefähr. Mhm. Ja, ich hab mal eine Kostenaufstellung vom Arbeit gemacht und bin dann zu dem Resultat gekommen, dass es eigentlich egal ist, übertrieben gesagt, welches Auto du am Ende baust, ne? Weil du machst ja schon bei jedem Auto das Gleiche. Es ist die gleiche Zelle, es ist die gleiche Elektronik, es ist übertrieben gesagt Getriebe. Ja. So, ne? Deswegen. Ja, die Getriebe sind halt wahnsinnig teuer. Es gibt halt natürlich auch ein paar Alternativen, auch preiswertere, aber Sven hat damals gesagt, der hat schon ein Einfamilienhaus für Getriebe ausgegeben. Er sagt, kauf gleich ein ordentliches. Und da habe ich gleich Sadev genommen und das ist eigentlich so der größte und bekannteste Hersteller. Und da hast du auch keinen Ärger mit. Da geht nicht viel kaputt, aber die Revisionskosten im Jahr sind auch bei 2.000 Euro nur an meinen Dockring und was man halt so hat. Selbst auf den kurzen Wegen, in Anführungsstrichen, die... Wir haben halt auf manchen Strecken bis zu 38 Schaltvorgänge, also pro Runde. Aha. Das ist halt so krank, dass man wirklich von 1. in 6. und wieder komplett runter sortiert. Durch die engen Kurven und sowas, dass man dann eine Passage mit einer langen Strecke hat, das kommt selten vor. Mein Getriebe ist zum Beispiel von Sade im Rallycross-Sport bis 290 Newtonmeter freigegeben. Auf Rundstrecke und sowas darf das bis 600. Das heißt, die Belastung im Rallycross ist doppelt so hoch wie auch auf anderen Events. Durch die Kanten von Schotter auf Asphalt sind so viele enorme Schläge und sowas drauf. Auch wahrscheinlich der Moment, wo es Schotter durchdreht und dann halt auf den Asphalt geht. Genau. Und so weiter. Ja. Okay, das heißt, Sven, das hier ist deutsche Meisterauto. Das ist deutsche Meisterauto. Genau. Wie lange gibt es den Ford Focus schon, so wie er hier steht? Den Fiesta gibt es. Fiesta? Ja, 2004 habe ich den gebaut. Ja, damals mit der Unterstützung von Ford noch ein wenig. Ja, und seitdem habe ich das Auto eigentlich immer verbessert. Ganz am Anfang gab es in Deutschland noch eine 1600er Klasse, bin ich da drin gefahren. Aber die Autos wurden in Deutschland immer weniger, immer teurer. Deswegen habe ich mich dann irgendwann entschieden, in der 2-Liter Klasse zu starten. Aber beides Auto Frontantrieb, Waldlauf-Reglement habt ihr gesagt, nur eine Achse angetrieben. Genau. Man kann sich entscheiden, ob man sagt, man baut einen Hecktriebler oder Fronttriebler, also man darf das umbauen, das ist kein Problem. Und ich habe es damals auch überlegt, was mache ich jetzt? Und dann sagte er, okay, willst du wirklich schnell sein, brauchst du einen Fronttriebler? Willst du am Start gut sein und ein bisschen mehr Spaß haben, brauchst du einen Hecktriebler? Das ist eigentlich krass, weil ich wette, jeder zweite von den Zuschauern würde sagen, ein Auto, was auf Asphalt und auf Schotter fahren soll, würde man niemals einen Frontantrieb nehmen. Nee, denkt man nicht. Genau, weil die Leute, die alle noch nie einen Frontantrieb, sowohl beim Geradeausfahren mit Leistung, als auch jetzt auf der Rundstrecke, weil ich würde auch den Arbeit niemals umbauen auf Allrad oder irgendwas anderes, weil man es wirklich in dem Fall auch einfach gar nicht braucht. Ne? Aber es ist gut zu wissen, dass das selbst auf Schotter genauso noch ist. Ja, es ist halt Wahnsinn mit dem Fronttriebler die Kurvengeschwindigkeit, dass man wirklich sagt, ein Allradfahrzeug ist in der Kurve begrenzt, dass sie wirklich 5 km langsamer fahren, als wir die Kurve fahren. Und die fahren die gleichen Reifen, das heißt, daran kannst du irgendwo liegen oder so. Die Autos wiegen ein bisschen mehr, aber beim Allradgetriebenen Auto, dass die Hinterachse zu früh ausbricht, wo sie bei uns nur mit durchrollt und unsere Vorderachse zieht uns durch die Kurve. Ah. Ein Hecktriebler, der ist immer an der Grenze, dass das Auto quer kommt. Und bei uns ist es ja eher so, dass, man weiß ja selber, wenn man noch ein bisschen Gas gibt, dass man eigentlich vorne gut rauskommt. Und achsenmäßig dürftet ihr aber bauen, was ihr wollt? Inzwischen ist es freigestellt. Es war damals beim Reglement so, dass die Grundkonstruktion, der Grundrahmen muss ein Serienrahmen sein. Vorder- sowie Hinterachse. Aber wir sind ganz zufrieden damit. Hatten sogar mal eine Einzelradaufhängung unter, auf der Hinterachse. Haben aber bis auf den Gewichtsvorteil da jetzt keinen Riesenvorteil beim Fahren gemerkt tatsächlich. Was? Ist wirklich so diese klassische
klassische Verbundlenkerachse ist das ja, auch, ne? Ja, genau. Wir hatten da auch ein bisschen probiert mit Stahlboxen und sowas, aber das hat uns alles nicht viel gebracht, sag ich mal, vom Performance her, dass wir sogar die seriennahen Zylindboxen fahren. Ist das eine, die auch ansatzweise irgendein Drehstabi mit drin hat oder gar nichts, 0,0? Die Achse an sich ist schon sehr, sehr steif. Also ist sie das? Ja, ja. Die Achse ist super steif und auch wirklich stabil. War beim Arbeit erschrocken, nehme ich beim Arbeit einen Stoßdämpfer ab, kann ich die auf der anderen Seite ohne Probleme mit der Hand, weiß ich nicht, was waren das, 5, 8 cm hoch oder? Keine Chance. So krass? Ja, ja. Also da muss man mit dem Wagen herbeigehen und 8 cm rausholen. Aber es war tatsächlich im Schotter so, dass das Einzelradaufhängung nichts gebracht hat? Nee, es war dann auch eher so, dass das Auto durch einen zu harten Stabi hin zum Beispiel sich aufgebockt hat in die Kurve und wir haben dann nicht den Vorteil gesehen. Und vor allen Dingen war das zu dem Zeitpunkt noch umstritten, was es erlaubt und nicht erlaubt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren die seriennahe Achse und sind damit echt ganz gut zufrieden. Gewicht, sagte da, wer ist beschränkt, also muss Mindestgewicht haben. Genau, wir haben das Mindestgewicht, letztes Jahr waren es 1000 Kilo, dieses Jahr sind es 1040 Kilo inklusive Fahrer. Mit Fahrer, okay. Genau. Und mit Fahrbereiten, mit allen Flüssigkeiten und so weiter. Nach dem Finale muss das Gewicht auf der Waage stehen. Ah, nach dem Finale. Genau, das heißt also Sprit und sowas muss alles so kalkuliert werden. Und wir sind echt ganz gut unterwegs, dass wir eigentlich so bei 1044, 1042 liegen. Das heißt ja. So Pi mal Daumen irgendwas um die 930, 950 Kilometer ja. Oder so. Genau. Ja, okay. Motor? Bei beiden oder das gleiche? Sind auf dem Weg dahin, dass es gleich wird. Wir probieren momentan viel rum. Ich habe beim letzten Rennen einen neuen Motor bekommen. Haben jetzt dadurch meinen alten als Reserve. Er ist ein 2 Liter Duratec Motor. Wir lassen den in Holland bei Mike Callaghan bauen. Das ist ein älterer Herr, der ist fast 70, aber das ist halt einfach cool. Ne? Der ist Engländer, der jetzt in Holland wohnt, der hat natürlich davon noch echt ein paar. Aber ich habe wirklich gar keinen Plan von Ford. Ist das jetzt ein Ford-Motor? Ja. Das muss auch der originale Motor sein, den es hier drin gab. Nee, in dem Auto gab es ja keinen 2 Liter 16er, oder? Doch, in dem ST gab es den sogar. Das ist der Motor, aber uns ist Regelmodell, dass der Grundblock von Ford sein muss. Ah. So, das heißt, der könnte jetzt auch aus Mondeo oder sowas sein. Das ist okay bei uns. Aber es muss ein Ford-Block sein. Und Leistung? Wir sind jetzt bei rund 280, 285 PS. Haben dieses Jahr richtig viel rumprobiert. War, ich glaube, im Sommer 6 Mal mit dem Motor auf dem Prüfstand. Und wir wollen annähernd an die 300 kommen. Wenn wir nachher bei 290, 295 landen, sind wir schon ganz zufrieden. Bei uns ist halt nicht nur die Leistung wichtig, sondern das Drehmoment ist auch super entscheidend. Weil wir ja ganz viele kleine enge Kurven haben, wo wir im zweiten Gang rausbeschleunigen müssen. Und das heißt, wir wollen auch annähernd das gleiche Drehmoment gerne haben. Um die 250, 255 Newtonmeter sind wir jetzt und wollen ja gerne irgendwo auf vielleicht 260 kommen. Ja. Und die Leistung braucht man auch, wenn man ganz vorne mitfahren will? Also wenn jetzt hier 20 PS fehlen, ist gleich so, dass du sagst, nee, da schafft man das nicht mehr vorne mitzufahren? Naja, ich sag mal gerade am Start, das ist schon wichtig. 4 Runden, da ist der Start das Wichtigste. Naja, ich sag mal, wenn der Start gleich ins Lose reingeht, dann geht es noch. Da ist die Leistung ja. Nicht mehr entscheidend, aber wir haben halt auch Starts. Da hat man lange bis zur ersten Kurve zu fahren und dann ist es schon wichtig, ein bisschen Leistung zur Verfügung zu haben. Wie schnell fährt man da ungefähr? Also wenn es wirklich ein schneller Start, reden wir davon, dass ihr am Ende der Geraden dann 120, 60, 80, ja, 200... Ja, na, 100, 120, so schätze ich schon. Ja. Das heißt, es ist ultra kurz übersetzt, das Getriebe in Summe? Ja, eigentlich schon, absolut. Ja, also Maximalgeschwindigkeit ist bei rund 170 km/h, da ist dann fast Feierabend. Und die schnellsten Strecken, wo wir fahren, würde ich sagen, um die 150 km/h schaffen wir, 155 vielleicht. Ja. Aber das heißt, 2 Liter Motor und 280 PS, dann ist ja wirklich am Ende gar nichts mehr original dran, ne? Nee, Motor ist wirklich alles umgebaut. Selbst Kurbelwelle und so auch noch. Ja, Spezialkurbelwelle, die hat er extra bauen lassen. Naja, und ich glaube, die Standardsachen, die man beim Rennmotor macht, Kolben, Fleude und die Geschichten. Und wir probieren ja ganz viel mit den Nockenwellen momentan rum. Das nächste ist jetzt, wir sind an dem Schritt angekommen. Du kannst mechanische Teile tauschen und sagen, okay, die Nockenwelle ist in dem Bereich vielleicht ein bisschen besser. Aber wir müssen jetzt beigehen und mit dem Auspuff viel machen. Da merken wir, da haben wir noch ein Defizit, da steckt noch viel Leistung bei uns drin tatsächlich. Thema Auspuff, man sieht hinten im Endrohr Cut drin, das ist die einzige Vorgabe, Rest egal, oder wie ist das mit Lautstärke bei so einer Veranstaltung? Nee, das ist auch reglementiert, man darf 98 Dezibel haben, das heißt, das wird auch gemessen in Holland zum Beispiel an der Rennstrecke, da ist halt direkt neben Center Parks und die sagen, ja, ist ja auch schön, wenn die Autos annähernd so laut sind. Das heißt, wir haben einmal die Vorgabe, die Emissionen also zu reglementieren. Ne? Der Abgasreinigung ist vorgeschrieben und Lautstärke. Krass. Und deswegen auch den Cut ganz hinten, weil er da am wenigsten Schaden zum Motor macht, so ungefähr. Genau. Der erste Moment, sag ich mal, beim Gas geben, ist der Staudruck natürlich erst, bis das hinten ankommt, schon mal verflogen. Man hat vielleicht eine bisschen bessere Gasannahme. Mhm. Und man ist vorne ein bisschen freier mit der Gestaltung auf dem Auspuff. Und wenn so ein Motor jetzt hier 285 PS hat, fahrt ihr da eine Saison mit durch oder muss der zwischendurch mal revidiert werden? Also wir hoffen immer, dass der Motor den ganzen Saison hält. Wir hatten die letzten Jahre echt viel Ärger, wo viel kaputt gegangen ist, wo viel, auch viel Pech dabei war. Eigentlich hält der Motor eine Saison durch. Also sind mal rund 300 Kilometer sind das. Das sollte er schon durchhalten und dann wird er revidiert. Das heißt, wir bringen den
einmal im Jahr mindestens im Motorbau. Aber schon krass und mit Trockenwind und allem. Ne? Ich hätte gedacht, dass man das so auf Schotter gar nicht unbedingt so krass braucht. Aber ist, muss es schon sein mit Trockenwind. Die Kurvengeschwindigkeiten, nicht nur im Schotter, auch wenn wir die Asphaltkurven haben, wo man wirklich ja mit 90, wie sagen wir, auch 100, 110 km/h sicherlich durchfährt, da würde das Öl zur Seite schwappen und man hätte keine Ölschmierung mehr. Krass. Und für den Motor, für die Einbautiefe ist natürlich super. Ne? Ah. Keine Ölwanne unter. Wenn man unterguckt, ist der Unterbodenschutz, da ist noch so viel Luft zu Trockensumpf. Ihr schaltet jetzt alle 6 Gänge logischerweise einfach nur am Shifter. Genau. Hoch ohne Kupplung, runter mit Kupplung oder runter auch ohne Kupplung? Also Sven ist noch alte Schule, der schaltet noch mit Kupplung runter und ich schalte alles ohne Kupplung. Also hoch so oder so schaltet er auch ohne Kupplung, mit Zündunterbrecher. Beim Runterschalten macht er das noch, weil ich eigentlich mit dem linken Fuß auf der Bremse bin. Da unterscheide ich sich das ein bisschen. Aber da gibt es auch Kurven, dann machen wir das. Also wir können komplett ohne Kupplung schalten. Macht das revisionstechnisch einen Unterschied beim Getriebe? Oder ist egal? Das ist vielleicht ein bisschen Einbildung bei mir. Ich denke, das hilft der Sache immer noch ein bisschen. Weil ich habe jetzt mit diversen Getriebeherstellern schon gesprochen und die sagen halt alle, das Runterschalten ohne Kupplung, das macht eben auf der Rundstrecke so extrem schnell, wenn du so ein Getriebe halt einbaust. Mhm. Aber das ist halt auch der, wenn du falsch schaltest, auch schnell halt der Getriebekiller halt. Ja, das ist so. Ja. Das ist halt ganz schwer, wenn das Rad steht, im Schotter zum Beispiel, und du willst dann runterschalten, der knallt natürlich wahnsinnig. Ne? Ja. Also das ist dann immer nicht so gut, da macht man die Kupplung besser. Und einmal Einzeldrossel, was für ein Motorsteuergerät? Wir fahren DTA Fast Steuergerät. Kenne ich gar nicht. Ja, das ist ein englisches Motorsteuergerät. Ja, das kommt glaube ich so ein bisschen je nach Motorbauer oder nach Bereich. Aber im Rallycross und im Autocross gibt es eigentlich viel DTA. Da gibt es halt auch viele, die das programmieren können. Ihr dürftet jetzt von der Theorie aber auch runter, Turbolader drauf und auch fahren? Oder in eurer Klasse verboten da nur 2 Liter Sauger? Quasi mit 2 Liter begrenzt. Das heißt, man müsste es dann runterrechnen, mal einen Faktor. Also man dürfte jetzt 1,1 Liter bauen mit Turbo zum Beispiel. Wurde auch schon versucht, aber das war die Performance nicht. Weil immer noch ein Restrikt dabei ist, das ist halt das Handicap immer noch dabei. Ah, also du fährst weniger Hubraum und auch noch Restriktor. Ja. Und dann passt das Verhältnis nicht mehr zusammen. Und ich, was natürlich bei einem Turbomotor, egal wie gut du ihn baust, immer fehlt, ist so dieses erste Reintreten, dass das Ding so los will halt. Ne? Und ich kann mir schon vorstellen, auf diesen engen Strecken, dass selbst auf Schotter es da schon wichtig ist, dass man halt auch mit dem Fuß, wie du sagst, das Auto halt mal ein bisschen steuern kann. Ne? Absolut, bei uns ist es halt auch ganz wichtig, auch relativ früh Drehungen in Kraft zu haben. Das heißt, wir brauchen ein langes Drehzahlband, was einigermaßen steuerbar ist. Also lang ist verhältnismäßig, aber wenn wir Gas geben, dann muss das bei 4,5, bei 5 muss dann wirklich schon was passieren, damit wir vorankommen. Im Extremfall bis 9,4 oder 9,6 können die Motoren drehen. Ne? Und das ist, bis dahin ist es eigentlich nicht unbedingt nutzbar, aber bis 8,8 oder 8,5, da ist dann auch wirklich das Maximale an Kraft da. Was an dem Auto, würdet ihr sagen, ist das Teil, was am wichtigsten ist, um schnell zu sein? Also wo muss man bei dieser Sportart am meisten, in Anführungsstrichen, jetzt nicht geldtechnisch investieren, aber welches Augenmerk würdet ihr sagen, ohne das geht's gar nicht? Fahrwerk, Getriebe, Leistung, keine Ahnung? Ich glaube, Fahrwerk ist mit das Entscheidendste bei uns im Sport. Da kann man 10, 15, 20 PS weniger haben als der Gegner. Da ist dann wirklich wichtig, dass das Auto eine gute Performance auf der Strecke hat. Ist echt so krass. Okay. Ja, das ist doch so krass. Man denkt, bei der Rundstrecke ist es wahrscheinlich genauso wichtig, aber im Rallycross, auch wenn Schotter dabei ist, ist es doch schon sehr wichtig. Mhm. Am Start vor allen Dingen, wer den Start gewinnt, der vorne. Bei 4 Runden muss man erstmal vorbeikommen. Mhm. So, und das ist halt schon entscheidend. Meine Erfahrung ist tatsächlich bisher, ich habe leider nicht das Popometer fürs Fahrwerk. Das fehlt mir noch. Also, oder ist es nicht da, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall alles, was ich bisher so getestet habe, auch so Extremsachen, wie als ich mit dem Abarth angefangen habe, waren da zum Beispiel gepresste Federn drin und der ist einfach auf Block gefahren. Mhm. So, ne? Und so, da weiß ich nicht, ich glaube, da ist das auf Schotter 10-mal entscheidender, weil das Rad wird ja auch viel mehr arbeiten als ein Auto, was auf der Rundstrecke fährt. Ja, genau, also ich glaube, auf der Rundstrecke über den Körper oder sowas, da ist es halt auch sau wichtig, dass du natürlich schnell wieder Grip hast. Und bei uns sind es halt die kleinen Löcher im Schotter zum Beispiel oder auch die Wellen, das ist ja nie ganz eben. Da ist es schon wahnsinnig wichtig und ich bin sicherlich auch nicht der Experte, weil ich betreibe das jetzt seit letztem Jahr. Aber ich habe halt zum Glück einen Mentor und einen Kumpel an der Hand, der das seit 30 Jahren betreibt und ich glaube, da ist ein Profi schon ganz gut was da, der. Ich merke das. Genau. Was mich allerdings sehr interessiert, ist Thema Sturz, Nachlauf und sowas. Könnt ihr da was zu sagen oder ist sowas alles komplett immer geheim und weiß keiner? Ja, wir können da sicherlich ein bisschen drüber reden. Natürlich macht jeder so sein eigenes Süppchen. Wir fahren das zum Beispiel beim Sturz. Ist es die Sache, man denkt drüber nach, der Reifen steht am Start und man hat eine Fläche. Fährt man jetzt viel Sturz, hast du vielleicht in der Asphaltkurve 2 Zehntel gewonnen. Aber wenn der Reifen, sage ich mal, am Start wirklich gerade steht, das heißt, wenn das Auto ausgefedert ist, das rechnen wir das eigentlich so, dass wir den maximalen Grip dort haben. Mhm. Das heißt, man muss beim Rallycross oft einen Kompromiss eingehen. Du verlierst etwas beim Schotter, das ist ja auch logisch, man kriegt es ja eigentlich gar nicht hin, wo es überall funktioniert. Ja.
Das heißt, da sagt man, okay, man macht den Reifen zum Beispiel am Start wirklich gerade und verlässt dadurch vielleicht ein bisschen beim Asphalt so ein bisschen was. Aber will man beim, wenn du im Schotter um die Kurve fährst, auch Sturz haben? Also fährt das auf Schotter mit Sturz auch besser wie auf Asphalt oder fährt das auf Schotter eher besser, wenn man die ganze Auflagefläche hat und gar nicht so viel Sturz? Da ist der Sturz eigentlich überhaupt nicht so entscheidend. Braucht man gar nicht. Das ist eher auf dem Asphalt das Wichtige. Das ist auf der Rundstrecke, denke ich, das ähnlich. Und mit dem Nachlauf, die Geschichte, das haben wir bei meinem Arbeit jetzt ein bisschen gesehen, da hast du wirklich dir auch Gedanken gemacht, wie du das auf einer ganzen. Wir versuchen in der Hinsicht auch immer so ein bisschen rum zu experimentieren. Es war jetzt zum Beispiel so, bei Sven, wir haben es durch Radträger gelöst und nicht durch Versetzen der Domlager. Klar, wir können unsere Achse unten auch einstellen, also wir haben auch eine Querzugstrebe mit dem Univalgelenk. Aber bei Sven war es jetzt so, der ist die Radträger vom Fiesta Serie gefahren, nur mit einer breiteren Spur. Und ich habe jetzt vom anderen Auto Radträger genommen, erstmal weil sie aus Alu waren, leichter. Und dadurch haben sie die Anlenkpunkte auch verändert. Also auch dementsprechend unser Nachlauf. Und naja, das Rad ist so ein bisschen wie so eine Telelenkung, dass es doch ein bisschen mehr rauskippt jetzt mit den neuen Lenkern. Und das fährt sich scheinbar schon besser. Wie ist das? Wie sieht so ein Rennwochenende bei euch aus? Einfach nur Räder runter und Räder wieder drauf? Oder wie läuft das normalerweise ab? So Thema Bremsbeläge wechseln, Wartung, Verschleiß oder wirklich nur nach Öl gucken, Räder machen und fertig? Das wäre der Traum der Mechaniker. Tatsächlich ist es so, durch die extreme Belastung, dass es sich echt teilweise auch Schrauben lösen. Die kannst du mit Lockdown einkleben und die kannst du doch jetzt sichern. Nach jedem Hieb, nach 4 Runden, wird das Auto aufgebockt und wir haben zum Glück echt tolle Jungs dabei, fleißige Jungs. Und das ist halt auch nicht so einfach, da die Leute zu finden, die einen dabei unterstützen, sondern die reißen sich auch am Rennwochenende richtig den Po auf, dass das vorangeht. Das heißt, die machen einmal einen Service, gucken einmal Achsteile, alles nach, wenn jetzt kein Einschlag oder sowas zum Beispiel war oder den Kontakt. Am Motor ist es so, da musst du dich am Wochenende drauf verlassen. Da basteln wir nichts dran rum, wir stellen vielleicht unsere Starträgsheimer ein bisschen um. Aber ich sag mal, die Technik muss funktionieren. Aber alles, was Achsteile sind, Fahrwerk, da sind die Mechaniker schon immer echt viel mit in Gang. Das heißt, alles alleine könntest du gar nicht machen? Keine Chance. Das funktioniert nicht, dass du gleichzeitig fährst und schraubst und so weiter? Es gibt ein, zwei Leute, die versuchen das, aber die können sich gar nicht aufs Fahren konzentrieren, weil die komplett durchgeschwitzt und dreckig sind und versuchen, ins Auto einzusteigen. Ja. Nein, ohne Mechaniker hast du da keine Chance. Und das heißt, du hast dann pro Auto einen Mechaniker mit oder sogar mehrere? Wir haben sogar mehrere mit zum Glück. Wir haben mal pro Rennwochenende eigentlich so 3 bis 4 Mechaniker dabei. Also einen festen pro Auto, wo man sagt, okay, den sprechen wir an, der weiß über das Auto ganz gut Bescheid. Und dann noch so 2 Springer, die dann da unterstützen, wo jetzt gerade viel ist. Es ist dann halt so, was wenn, war jetzt am Auto eigentlich alles relativ in Ordnung und ich hatte einen Einschlag, da waren natürlich alle 3 Jungs oder 4 Jungs bei mir am Auto bei. Weil der Heat, wir haben da vielleicht 45 Minuten Zeit zwischen, da mussten alle wieder getauscht und fit sein. Weil ich sage auch immer, dass das eigentlich muss man die Leute halt schon noch mal ein bisschen ehren und loben, weil ohne die funktioniert halt so ein Rennwochenende dann auch komplett. Keine Chance. Mehr. Überhaupt nicht. Also wir sind heilfroh. Hier zu Hause sind die Jungs auch dabei, unterstützen uns und das haut uns gar nicht hin. Da kriegt man nicht mit. Zu Hause sagen wir, okay, wir übernehmen den Großteil und wir reparieren die Autos und kümmern uns darum. Und an den Wochenenden müssen wir uns auf die Jungs komplett verlassen, das können wir zum Glück auch. Aber die müssen dann ja auch so langjährig schon damit bei sein, dass die auch alles kennen an dem Auto. Ganz genau wissen, wie, wo, was, welche Schraube, wie zerlege ich. Ja, das ist halt die Übung, die sie hier heute kriegen. Ne? Die kommen hier auch in der Werkstatt vorbei und zerlegen. Das Praktikum. Wir müssen erst mal Praktikum machen. Das sind Freunde von dir oder? Ja. Oder hast du extra angeheuert quasi? Nee, zum Glück, das muss man auch sagen. Das ist bei uns kostenlos frei, würde ich so sagen. Das heißt, wir verdienen da kein Geld mit und geben halt unser ganzes Geld dafür schon aus. Und das sind halt Kumpels und Freunde von Sven, auch aus der Zeit noch Mechaniker dabei, der damals ihn schon vor 15 Jahren begleitet hat, war auch ein Kumpel. Und das ist der Zusammenhalt bei uns im Sport ist halt riesengroß. Die Jungs sitzen abends zusammen, die klopfen sich auf die Schulter, wenn es gut war, trinken auch ein Bier zusammen. Also du musst mit den Leuten noch auskommen. Du schläfst im LKW, da sind die 6 Betten übereinander. Naja, wenn du deinen Nebenmann jetzt nicht so toll findest, dann ist es auch kein schönes Wochenende. Die sind alle freiwillig da. Und die müssen sich schon leiden können. Das heißt, eine Person hat wahrscheinlich mit die sich alleine um Verpflegung dann kümmert. Wir haben tatsächlich unsere beiden Frauen dabei, oder meine Freundin, Svens Freundin. Die kümmern sich auch mit um die Autos, das heißt, die packen mit an, ob es Scheibe wischen ist, tanken, Werkzeug anreifen. Und die sind so gnädig und verpflegen uns dann noch mit Lecker. Naja, aber ich finde einfach, dass man das auch mal ein bisschen zeigen muss und auch ein bisschen loben muss, weil das, wie du schon selber sagst, ohne geht es halt gar nicht. Keine Chance, echt nicht. Und wenn du jetzt als Beispiel Frauen nicht mitkommen würde, schlechte Laune zu Hause, gleich langsames Auto so ungefähr, ne? Ja. Das ist halt einfach so, das gehört dann dazu. Ne? Das spielt alles mit rein und die ziehen zum Glück komplett mit. Sicherlich gibt es auch mal stressige Phasen, wo hier auch echt viel zu tun ist und wo man mal ja, jeden Abend bis um 11 oder 11:30 teilweise am Schrauben ist, wo ich sagen, oh, das ist jetzt schon viel. Aber die ziehen komplett mit und unterstützen uns auf dem Rennen, genauso wie zu Hause auch. Das ist richtig cool. Geil. So, ich muss hier einmal Quellen gucken.
Das aber, da dürft ihr alles so Eigenbau fahren, das ist kein Problem. Ja, genau. Da gibt es ein Reglement, dass es nicht verchromte Achsteile sein dürfen. Mhm. Wegen Rissen und so wahrscheinlich? Ja, ich denke das auch. Ich hab mich auch immer selber gefragt, aber das wird wahrscheinlich genau durch die Risse sein. Das ist ganz oft, wahrscheinlich gepulvert und so wahrscheinlich auch nicht, ne? Ganz viele sagen auch gepulvert. Das ist kein Problem. Das darf man, okay. Mhm, das ist kein Problem, das dürfen wir. Aber da fahren wir alles Eigenbau, genau. Das heißt vom Radträger zum Querlenker. Ich hatte immer Angst, dass selbst bei mir schon so offene Uniballlager ein Problem sind. Aber ihr zieht das hammerhart mit Wasser und ja. Sand und Steine, ist egal. Offene Uniballlager in Lenkern geht. Also, kein Problem, ja. Es sind halt Fluoro-Motorsport-Gelenklager, das heißt keine Standardlager aus dem Baumarkt, weil die fährst du 4 Runden, dann sind die fertig. Die Platte. Ja, und die Fluoro-Gelenklager, die halten 1,5-2 Jahre, dann sind die aber auch schon fertig. Diese vorgespannten sind schon echt gut und auch echt teuer, aber die halten das wirklich aus. Aber die reinigt ihr dann und fettet die oder sind die wirklich selbst schmierend, einfach gar nichts machen am besten? Einfach fahren. Wir denken, wenn Fett dran ist, dann kann der Dreck auch dran haften. Ja, das habe ich mir dann nämlich auch überlegt und habe diesmal nichts dran gemacht. Aber ja. Ich wäre sonst auch einer, der so mit so einem schönen Haftfett erstmal schön drauf und so, aber dann haftet halt auch einmal durch den Sand halt der ganze Sand drauf. Ja, ja. Darum lassen wir es auch sein. Krass. Okay. Also das heißt, jetzt sind wir nur noch nicht ganz durch. Sturz gegen Null eigentlich. So in der Richtung. Ja. Ja, ja, das ist der Unterschied zur Rundstrecke. Da brauchst du schon den Sturz, da fährt man ja teilweise bis zu 6 Grad oder so. Ne? Das habe ich auch gehört. Das fand ich schon krank. Nee, es sieht wirklich auch kaputt aus. Ja, das sieht dann wirklich schon kaputt aus. Das trifft da schon. Das ist wirklich so in der Richtung. Und ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht bei euch so ein bisschen ist, dass man auf der Hinterachse vielleicht immerhin ein bisschen Sturz fährt oder auf der Richtung, dass wenn die Hinterachse durch die Kurve mitrollt, trotzdem so ein bisschen Seitenhalt hat. Aber klar, wenn man auf Schotter lieber ohne Sturz fährt, dann ist es auch da so. Wie ist so ein Auto zu fahren? Also gibt es da auch Momente, dass man in die Kurve fährt und selbst der Fronttriebler mit dem Heck schon kommt? Also ist die Hinterachse schon so nervös, dass... Das kann er, glaube ich, ganz gut erklären. Na, eigentlich ist das der Ansatz in die Kurve, geht schon quer, deswegen macht Fronttriebler fahren mit dem Auto auch so einen Spaß. Nee, das ganze Auto bewegt sich schon komplett über alle 4 Räder. Man muss immer so das Hin und Her finden, dass er dann halt am Ende der Kurve nicht über die Vorderräder schiebt, sondern ja. Man muss halt auch mal Balance finden zwischen schnell und langsam. Und manchmal ist zu schnell in der Kurve auch langsamer. Also eigentlich ist das Ziel immer, schnell aus der Kurve rauszukommen. Dann. Wie macht ihr das mit Vermessen? Weil ihr werdet ja nicht jedes Mal hier auf Vermessungsstand fahren. Das macht ihr auch hier einfach in der Garage und fertig. Genau, wir haben uns da oben dann so lange Stangen, kommen dann an der Radbolzen-Gewindestange ran. Die legen wir links und rechts am Auto. Vorne 2 Stangen, so ähnlich wie mit Schnüren, wie man es machen will. Messen dann gegen die Felgen und damit vermessen wir das Auto eigentlich komplett. Ganz easy. Ne? Ja, und es ist, ich glaube, auf der Rundstrecke noch viel wichtiger, manchmal sind wir dann dabei und messen auf ein Zehntel und sagen, pass auf, dieser Zehntel wird uns im Schotter jetzt auf jeden Fall nicht helfen. Also da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen, dass das für das, was wir machen, völlig ausreichend ist. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang hierüber philosophieren. Ihr meintet ja, es gibt hier in der Nähe einen Platz, wo wir so ein Ding mal zumindest ein bisschen laufen lassen können, ein bisschen... Ja, wir müssen Spaß können. Bisschen Spaß können, das sehen wir dann. Weil ihr fahrt erstmal, mal gucken, wie so ein Ding wie so fährt, wie so geht. Weil bevor ich mich dann jetzt hier noch ein bisschen mit Thema Innenraum beschäftige, würde ich sagen, wir switchen einmal kurz die Location und sind gleich wieder da. Ja, da habt ihr tatsächlich ein schönes Gelände hier. Ja, hier haben wir die Möglichkeit, nicht unbedingt das Autofahren zu lernen, aber wenn wir technisch was verändert haben, mal eine Runde zu testen. Also so 2-3 Mal im Jahr fahren wir doch mal her. Vor allem nach der Winterpause, gucken, ob das Auto noch alles hinhaut. Motor einmal ein bisschen einfahren, haben wir hier mal eine gute Gelegenheit. Ja, geil. Erzähl mal. Weil wir hier drin waren, wir ehrlich gesagt noch gar nicht. Tank? Genau. Wir haben auf der Beifahrerseite relativ weit hin versucht, natürlich, um einen guten Schwerpunkt hinzubekommen, den Tank dort eingebaut. Das ist ab 2025 auch Pflicht, dass es ein Sicherheitstank ist. Noch ist es freiwillig. Aber mein Leben ist mir doch schon ein bisschen was wert, dass ich sage, okay, ich habe jetzt schon einen Sicherheitstank drin. Geil, ihr habt auch. Warte, wir müssen hier einmal rüber. Das hat mich immer gereizt. Diese Alu-Leitung, wo man direkt ein Dash-Fitting drauf macht. Ja, also es ist eigentlich so, dass keine Gummileitungen oder sowas so verbunden werden dürfen. Naja, optisch ist es erstmal eine schöne Sache und von der Haltbarkeit natürlich auch. Ne? Da braucht man sich keine Sorgen machen, dass da was kaputt geht. Und hier habt ihr eigentlich einen Tank eingeschweißt und hier steht der Tank da drin. Also das ist einmal aus Blech eine Kammer, wo der Renntank mit Sicherheit Zertifikat dann drin ist. Genau, genau. Außen ist eine Blechwanne und das ist auch vorgeschrieben, dass der beim Blech eingefasst sein muss. Und innen drin ist ein Kunststoff-Sicherheitstank drin, der dadurch geschützt wird quasi. Handbremse, ganz wichtig. Genau, am Start ist es dann halt so, dass man die Handbremse zieht, hier oben drauf seine Launch-Control aktiviert. Das heißt, der Motor, ich kann mir das hier frei einstellen. Je nach Gripverhältnissen kann ich mir die Drehzahl aussuchen. Und am Start gebe ich einem im Grunde Vollgas, suche mir den Kupplung, den Schleifpunkt, Handbremse los und dann heißt es 4 Runden Spaß haben.
Aber hier ist schon relativ viel Sensorik dran an dem Ding, ne? Ja, doch, durchaus. Wir haben uns so ein paar Sachen inzwischen quasi, die wir auch auswerten, um zu schauen, wie man sich verändert oder wie man sich verbessert auch. Ne? Den Bremsdruck, dass man das auslesen kann oder auch mit GPS die Linie sich so ein bisschen angucken kann. Also ein bisschen Know-how und Training gehört da schon zu. Das ist dann auch nicht nur reinsetzen und losfahren. Und dann auch noch Bremsdruckregler, Hinterachse. Genau, wir hatten bis dato vom Motorrad eine Zweikolbenbremse hinten. Das war mir doch noch immer noch zu viel Bremskraft hinten. Jetzt ist da tatsächlich vom Ostmoped eine ganz kleine Einkolbenbremse dran. Geil. Ja. Aber immerhin schön sauber gebautes Auto ist, muss man schon sagen. Das sind ja immer die wildesten Dinger, aber der ist ja dafür, dass er jetzt ja auch schon benutzt ist. Ja, hat echt schon ganz gut gelitten leider. Also in den letzten zwei Jahren das Auto, naja, auf manchen Strecken, wo viel Schotter ist, man sieht es immer unter Boden, da schlagen echt die Steine unten durch. Aber naja, bei Sens Auto war es letztes Jahr soweit, der wurde einmal neu lackiert von innen. Wir legen da schon ein bisschen Wert drauf, dass es immer schick aussieht. Schick aussieht, ne? Das heißt, hier ist wirklich rein nur Startdrehzahl von der Lounge? Genau. Da kann ich vor, im Steuergerät vorwählen, im Motorsteuergerät, in welchem Bereich ich das einstellen möchte. Und rechts daneben habe ich die Servolenkung, eine elektronische, da kann ich die Unterstützung mit einstellen. Ah, hier, guck mal. Das Gaspedal ist mal Lightweight Deluxe, Alter. Wenn ich das Marius zeige, dann fängt auch noch an, Alupedal sich zu bauen. Ja, original war da so ein Schlenker von der Lenksäule und das passte mit meinem Schalthebel nicht so richtig. Naja, und dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir es auch leicht. Ah, krass, das sehe ich ja jetzt erst. Das ist wirklich eine durchgehende Stange bis nach vorne. Genau. Aufs Getriebe drauf. Genau. Dürfte man das theoretisch auch als Pedalshift fahren? Nee, muss handgeschaltet sein bei uns. Also das darf nicht am Lenkrad oder es darf keine automatische Unterstützung sein. Es muss ein mechanischer Schaltvorgang sein. Das ist reglementiert bei uns. Und hier ist der Unterbrecher zum Hochschalten, der dann auslöst, in dem Moment, wenn du an den Hebel ziehst. Genau, sobald man am Hebel zieht, sieht man, dass das zusammenfährt durch die Federkraft. Und irgendwann hört man einen kleinen Gluck. Dann geht der Gang rein. Genau, und dann unterbricht er und dann muss man weiterziehen und dann kommt erst der Gang. Das heißt, solange man auf Last ist, sind die Dockringe auf Last und man kann die Gänge ja nicht auseinanderziehen, wie bei einer Haarschaltung auch. Der unterbricht ganz kurz, das heißt, Dockringe gehen frei und ich kann den nächsten Gang anlegen. Und runterschalten machst du hammerhart wirklich einfach nur vom Gas gehen und runter? Genau. Man merkt das. Ohne Zwischengas, so. Ohne alles, einfach nur... Ja. Werde ich auf jeden Fall nicht testen heute. Das dazwischen ist an der Lenksäule noch eine Übersetzung? Oder was ist das? Das blaue Teil da? Jo, genau. Das ist nochmal ein Übersetzer. Serienmäßig hast du ja fast eineinhalb Umlenkungen, einen Schlag zu einer Seite. So, wir haben es übersetzt, dass du wirklich zur einen Seite nicht mehr immer ganz eine Dreiviertelumdrehung hast. Weil oft fährst du mit der linken Hand am Lenkrad und mit der rechten Hand am Schalthebel. Und dann brauchst du wirklich nur die eine Hand, um deinen kompletten Lenkeinschlag zu machen. Ah, und dementsprechend wären natürlich Lenkkräfte schon ziemlich hoch. Deswegen elektrische Servolenkung in der Säule. Sonst würde man aussehen wie Popeye. Das haut nicht hin. Der muss das schon unterstützen. Allein durch die Speere auch vorne. Die arbeitet ja auch gegen die Lenkkraft. Ja, Bennett, ich würde sagen, als erstes fährst du hier einmal ein bisschen hoch und runter. Und ich gucke mir das Ganze von außen mal an. Klingt nach dem Deal. Das ist der perfekte Moment, wo wir mal unsere neue Kamera testen können, weil ihr kennt mit Sicherheit diese Videos aus dem Internet, wo man gefühlt dem Auto hinterherfliegt. Ne, die sind tatsächlich mit der Insta360 X3 aufgenommen und das werden wir jetzt auch mal testen. Was hast du, Nico? Wie weit müssen wir die wegmachen, damit das cool aussieht? Ja, die ist schon ziemlich weitwinklig. Ich glaube, das sollte reichen, ne? Aber das ist hier so ein 3-Meter-Ding, ne? Also nicht, dass wir hier... Ich glaube, 3 Meter brauchen wir heute nicht. Wir probieren mal. So? Ja, würde ich sagen. Und die nimmt dauerhaft 360 Grad jetzt auf und dann kann man das Ganze auch überall rumgucken. Mhm. An der Stelle auch nochmal, vom 7. bis zum 13. Oktober sind tatsächlich die Prime Big Deal Days auf der Insta-Seite. Da gibt es tatsächlich bis zu 30%, also schaut mal vorbei, vielleicht wollt ihr auch noch ein bisschen shoppen. So, aber jetzt wollen wir erstmal gucken, was Bennett hier mit dem Gerät hier erstmal hinlegt. Also auf jeden Fall wild, wie kurz das übersetzt ist. Es hat so ein bisschen, was sagte Nico auch gerade schon von Schaltkart. Also gefühlt ja wirklich schalten, schalten, schalten. Ja, das ist echt die kleinen Sprints am Start wirklich. Da ist man bis zur ersten Kurve, das sind vielleicht 300 Meter. Nicht mal ganz, 250 Meter, da hat man eigentlich schon alle 6 Gänge geschaltet. Das ist schon echt schnell. Ich werde auf jeden Fall mit Helm fahren. Das ist alleine, gut. Alleine aus dem Grund, weil wir wieder unsere Go 3 mit am Start haben. Die kann ich hier wieder schön einfach nur ranklippen. Und ihr habt wieder diese geile POV. Von dem Lenkrad mit Schoner. Darf ich den Schoner abmachen? Ja, auf jeden Fall. Oder ist er Heiligtum mehr? Oder ist ein Schoner, ne? Oder ja, gibt das extra Grip oder so? Ist ein Schoner nur, wenn die Mechaniker dreckige Finger haben, das Auto reinschieben. Weil ich weiß wirklich noch nicht, was mich hier erwartet. Da wollen wir gut vorbereitet sein. Ich bin auch das erste Mal gespannt tatsächlich. Es wird jetzt schon leicht dämmernd, wenn wir uns wieder verquatschen, es wird schon wieder dunkel. Jetzt können wir tatsächlich nämlich auch mal die Qualität von Insta360 Kameras im Dunkeln testen. Da bin ich gespannt. So, aber als allererstes setze ich mich ja mal rein. Nicht, dass ich hier meine Beine zu kurz sind und ich da gar nicht rankomme.
Ja gut, das stimmt. Der ist vielleicht relativ weit hinten, der sitzt. Ja, aber da ich ehrlich gesagt auch jemand bin, der gerne tief und weit hinten sitzt. Das ist einigermaßen, ne? Fühlt sich dir gut an. So, kann ich irgendwas falsch machen, außer mich zu verschalten? Nee, im Grunde ist das das Schlimmste, was passieren könnte, dich zu verschalten. Prinzipiell kannst du nichts falsch machen. Ich glaube, dass du mit dem Auto schon zurechtkommen wirst. So ein bisschen Erfahrung ist ja... Ja, wir ballern hier ja eh nicht. Aber mal das Gefühl zu haben. Was für eine Kupplung ist hier drin? Eine 184er Keramikmetallkupplung. Ja. Einscheiben, nichts Tolles, also nichts. Also sympathisch ist auf jeden Fall, man sieht genauso viel wie im Abarth. Vielleicht ein bisschen mehr, aber man sitzt auch verhältnismäßig tief fürs ja. Armaturenbrett, ne? Ja. Ja, geil. Was muss ich tun? Hauptschalter an. Genau, das ist im Notfall, können die auch von außen, ne, genau, in andere Richtung. Andere Richtung, okay. Genau, können die von außen den Strom abschalten. Darum ist es einmal so der Main-Schalter. Jetzt fährt die PDM hoch und wir müssen jetzt einmal, da hätte es noch relativ kalt ist, der Motor, habe ich das so eingestellt. Die Spritpumpe geht erst ab 200 Umdrehungen an. Oder auch aus, wenn ich mich zum Beispiel irgendwo überschlagen sollte, so ist das, denn der Sprit auch weg ist. Müssen wir die jetzt einmal händisch quasi dazu bringen. Aber krass, dass der nach den ganzen Fahrten jetzt erst 64 Grad Öl hat. Ja. Das sind das Reservoir hat 7 Liter und das braucht schon seine Zeit, bis es auf Temperatur wirklich ist. Aber ne? Ist trotzdem auch ein Ölkühler drin? Nee. Gar nicht? Achso, es reicht tatsächlich? Genau. Wir haben das so, weil wir zwischen Heats immer die Pause haben. Wir fahren die 4 oder 6 Kilometer am Stück maximal und dann steht das Auto eine Dreiviertelstunde und kann runterkühlen. Mhm. Und wir wollen uns einfach das ganze, die ganzen Leitungen, das Gewicht sparen. Darum fahren wir halt nur mit dem großen Reservoir. Das heißt hier Start? Nee, genau. Jetzt machen wir einmal okay. Zündung an, Ignition. Genau, unten links ist einmal die Spritpumpe. Starten wir und jetzt kannst du da starten. Also ich bin gespannt, ob ihr mich hier drin gleich hört, weil es ist doch ganz schön laut. Spaß gemacht? Also das reicht mir schon als Erfahrung vollkommen. Ja, sehr schön. Also was krank ist, ist diese Lenkkräfte. Also vorhin krass ist ja auch, wenn du dann Gas gibst, wie du das Lenkrad auf einmal festhalten musst. Ja, ja. Also wie die auf Last dann anfängt. Klar, das ist natürlich auch Worst Case mit nasser Strecke und so weiter. Ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du da 4 Runden mit fährst, das schon ganz schön viel ist. Und man muss sich auch erstmal daran gewöhnen, dass halt wenig Lenken schon relativ viel Lenkwinkel mit der Untersetzung ist. Ne? Das definitiv. Und was halt wirklich krank ist, ist halt mit diesem sequentiellen Getriebe immer. Also du machst gefühlt so mit dem Finger ja wirklich nur so. Ja, und also ist auch vom Gefühl her so irreal, weil du ziehst dran und gefühlt, bevor du dran ziehst, ist der Gang schon drin. Also vom Gehirn her so ungefähr. Ne? So, also man merkt so richtig, wie schnell es dann halt geht. Ja, das ist wirklich auch die Gewöhnung daran, wenn man dann vorher Haarschaltung fährt, auch für mich auch. Ich mache jetzt 2 Jahre. Und ich habe echt Glück gehabt, dass ich mich da relativ schnell reingefunden habe. Es gibt aber auch Fahrer, die sagen, nach 10 Jahren noch, die haben sich an sequenziell noch nicht gewöhnt. Ne, das ist immer noch ungewohnt, man will dann doch was anderes machen. Boah, nö, aber da finde ich schon, ist man sofort irgendwie drin. Ne? Geht naja, dann hast du das auf jeden Fall ganz gut Gefühl. Ist jetzt natürlich absolut nicht die Bedingung, dass man das irgendwie jetzt hier testen könnte. Wollen wir auch gar nicht. Aber wirklich, muss ich sagen, geil. Wird, ist auf jeden Fall ein Sport, der unterschätzt wird, aber geil ist. Ja, echt nicht so bekannt in Deutschland. Ich glaube, allgemein Motorsport ist halt auch immer schwierig. Aber der Crosssport ist schon eine tolle Geschichte und das ist eigentlich auch eine gute Einsteigerklasse. Also nicht unsere Klasse unbedingt, aber der Sport ist ein guter Einsteigersport. Man merkt auf jeden Fall, Sven, was du auch meintest, dass er relativ stark hinten noch bremst. Ne? Also die bremsen schon noch. Also jetzt auf nasser Straße merkst du es natürlich sofort. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du da richtig reinhackst, dass du automatisch quer in die Kurve schon immer so ein bisschen reinfährst. Ne? Ja gut, und wenn du denn noch gerade auf Schotter fährst, wird... Der Arsch noch ein bisschen leichter hinten. Aber das Auto bewegt dich schon von alleine in die Kurve rein, wenn du. Aber was halt bei dem Auto geil geht gegenüber dem Abarth, 1,4er plus Turbo, das kannst du 0,0 vergleichen, so von diesem ersten Tipp in den Motor rein. Ja, ne? So, ne? Und das ist hier natürlich
Ne? Also das waren ja, keine Ahnung, 3.000, 4.000, 5.000 Drehungen immer, wo das Ding ja gerade erst wach wird so ungefähr. Genau, ab 5.000 kommt dann erst schon, die Kraft. Ne? Ja. Ja, cool. Vielen, vielen Dank für diese Erfahrung. Sehr gerne. Geiler Sport, muss man einfach ein bisschen fördern und unterstützen. Ich komme euch nächstes Jahr auf jeden Fall auch mal besuchen. Vielleicht gibt es ja auch mal eine Strecke, wo ich da mal eine Runde drehen kann. Das wird natürlich auf einer Veranstaltung immer schwer. Wie ist das mit Lizenzen? Braucht man da irgendeine Lizenz? Ich glaube, für die Klassen kann man sich sogar Tageslizenzen holen. Easy. Also da kriegt man auf geht's. Nee, das ist so, das ist eine coole Sache. Nein, nein, mega, mega geil. Vielen, vielen Dank für diese Erfahrung. Ich kann nur, also wirklich sicheres Gefühl auch drin. Also würde ich ohne Probleme mich jetzt reinsetzen und auf der Rennstrecke direkt hochkacheln. Ich wüsste aber auch, weil ich bin halt auch so ein Kandidat, ihr sagtet das ja auch so mit gegeneinander fahren, ist bei euch relativ normal, das wird halt immer enger. Ne? Ja. Deswegen ein Rennen will ich gar nicht mitfahren, aber nur mal so eine Runde würde mich schon reizen. Nur, ob man dieses Frontantriebfahren Rundstrecke zu sowas vergleichen kann, ob das ähnlich ist. Das würde mich sogar auch interessieren. Ich kenne den Rundstreckenaspekt quasi gar nicht. Aber dann lass uns mal drüber sprechen. Vielleicht kann man da was organisieren. Das wäre richtig cool. Geil. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.